Ich bin Joshua und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem Hot oder Schrott Video, wie immer. Und ich habe heute mal Rambo 3 noch hier liegen gehabt. Und der ist ja für mich momentan im Prinzip mein Lieblingsteil von den Filmen. Früher war es der zweite Teil, mittlerweile ist der dritte Teil. Und ja, das ist, müsste Cover, ist das Cover A, genau. Das ist Cover A. Und die anderen zwei habe ich euch ja schon vorgestellt in Hot oder Schrott Videos. Und das mache ich jetzt mal auf. Es wird auch Rambo Last Blood in Hot oder Schrott Video kommen, habe ich auch schon hier liegen. Aber wie immer kann es sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis wieder das Video kommt. Ne? Mag's nicht. Jetzt muss es. Wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, mir hätten von Teil 1 hat mir das blaue Cover auch gefallen, aber von den anderen Teilen hat es mir nicht gefallen und somit habe ich das genommen. Und es ist auf jeden Fall auch klasse gemacht, da mit dem Glanz hier oben drauf alles matt gehalten und hier mit dem Glanz. Und ja, ich habe auf jeden Fall die Nummer 176 von 666. Genau. Moment, jetzt müssen wir sehen. Genau, und ich würde sagen, wir schauen es uns mal an. Cooles Bild. Also von außen gefällt es mir schon mal richtig gut. Jo, gehen wir mal in die andere Perspektive. So. Das ist also hier alles matt gehalten und das ist glänzend. Ich schau mal, ob man es ein bisschen. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, ne? Wie es ein bisschen spiegelt. Genau. Auf jeden Fall für mich richtig schönes Cover. Hammer. Und dann haben wir hier den Spine. Ja, passt. Das ist jetzt auch mit einem Glanzlack versehen. Schauen wir mal, ob wir es ein bisschen einfangen können. Ja, da sieht man es, glaube ich, wenn es ein bisschen spiegelt. Und hier die Rückseite. Hier haben wir auch das Rambo 3, auch im Glanzlack. Genau. Auf jeden Fall auch hinten richtig schön gestaltet. Auch hinten drauf gedruckt, die Infos, wie es ich mag. Und jetzt schauen wir mal rein. Das wäre auch ein schönes Frontcover gewesen. Ne? Das wäre auch richtig klasse gewesen. Gut, das wäre dann die Blu-ray. Die ist, glaube ich, auch in diesem Cover als Emery verfügbar. Und dann schauen wir mal. Ist auch schön aufgeteilt. Also die Bilder mit Text zusammengeflossen. Gefällt mir auch richtig gut. Jawohl. Seid ihr geflogen? Wäre auch schönes Cover gewesen vorne drauf. Oh, da habe ich wieder eins überflogen. Na, was ist denn heute los? Genau, da haben wir dann die DVD. Und jetzt schauen wir mal, haben wir ein durchgängiges Cover. Ja. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut, aber ich glaube, mir hätte das vielleicht noch als Frontcover noch besser gefallen. Als das. Jo, dann legen wir mal die Disc wieder rein.
Also richtig schön gestaltet, finde ich. Ja, mit Lack obendrauf. Super Frontmotiv. Gefällt mir. Also richtig gut gelungenes Mediabook. Ja, komm, wir geben eine 9 von 10. Also fast hot. Also richtig klasse gemacht. Und ja, wir gehen zurück in die andere Perspektive. Ja, wir sind zurück. Für mich echt super gemachtes Mediabook. Vor allem auch hinten die Daten drauf und Glanz drauf. Super Motiv. Absolut klasse Mediabook. Verdient den 9 Punkte. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich über einen Kommentar von euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.